Schönen guten Tag und herzlich willkommen zurück beim Dota 2 Tutorial and Commentary mit Marc und Basti. Servus. Jupp, du hast schon gepickt. Ja, ich habe Bock auf Klings, der schon ewig nicht mehr gespielt. Okay. Der sagt mir jetzt tatsächlich komplett überhaupt nichts. Ich meine, das ist so ein Invis-Guy, der rumläuft und so Flammen-Arrows schießt, die jetzt auch viel Damage machen. Mhm. Ja. Im Prinzip. Ja. So ein kleiner. Am Anfang braucht er ziemlich viel Farm und dann kannst du rumgehen und ganken und alle umbringen. Das ist ziemlich geil. Mal schauen, ob wir so weit kommen. Ja. Wenn wir Jungle Siller haben, sicher nicht. Hm. Oh boy. Wie schaut's Team bisher aus? Naja, der Siller will Jungle, das scheiße ist, weil dann ist er nämlich useless, das ganze Spiel. Aber mein. Gegen Husker? Husker ist schon mal gut. Gegen den sind wir eigentlich recht geil, weil gegen den braucht man Physical Damage und wir haben eigentlich nur Physical Damage. Okay. Und wenn der kriegt halt, je lower ist, desto weniger Damage kriegt er von Spells, der Husker. Das heißt, es kann sprich, uns wenn er, eigentlich wenn er halt 5% HP hat, dann kann er irgendwie 98% Magic Resistance. Okay. Das ist dann halt blöd. Ist eigentlich so ein Hero, den man am besten, wenn man pickt, kurz vor Schluss nimmt, ja. Gell, wenn man es einschätzen kann. Oh boy, der geht wirklich Jungle. We lost. Egal. Yes. Prediction! Ach, du hast auf Sieg gesetzt, oder was? Ja, natürlich. Ja. Natürlich. Wir haben vorhin schon gemeint, das ist außerhalb von unserer Quote, weil wir immer ein Spiel verlieren, eins gewinnen und also zumindest wenn wir aufnehmen. Und meistens verlieren wir das erste Spiel, das ist jetzt heute das erste Spiel, deswegen. Ja, aber wenn, dann bist du schuld. Ja, jetzt habe ich es. Ja, ich hab's jetzt ja angekündigt. Also, du bist auf jeden Fall schuld. Nee, weil ich hab's ja gesagt, deswegen. Ist mir egal, du bist schuld. Ich habe mich da rechtlich absichern lassen. Na gut, dann ist der Andi schuld. Ganz genau. Oder Toffi. Toffi ist auch Toffi schuld. Ist immer schuld, ja. Ah, die gute alte, ich krieg keinen Support-Strat. Nice. Yes. Hä? Was meinst du jetzt genau? Ein Solo auf der Lane, glaube okay. Ich. Der geht rollen. Mhm. Streiten wir uns um die Rune und ich gewinne. Jawohl. Das ist ja jetzt hasst er mich schon. Jetzt hasst er mich. Nice. Das ist der tiefste Hass in mir. Nice, Waschblatt. Easy. Nipple Bleeds heißt der. Kann das sein? Nipple Bleeder. Das ist ungesund. Hm. Nicht zu empfehlen. Aha. Slater Mitte. Und hier das Wesen unseres Searing Arrows. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Vielleicht hätte ich ihn das gesehen. Oh Gott, das wird schlecht. Ich bin tot. Ich hab ihn zuerst getötet. Okay, auch nicht schlecht. Dammit! Das würde ich stimmen lehnen. Das wäre übrigens meine Frage gewesen. Wäre es nicht sinnvoll gewesen, als erstes auf Invis zu gehen? Ja, aber ich war greedy. Okay. Ich hab gehofft, ich brauch nicht bis Level 2. Hm. Aber naja. Jetzt geht's aber schon richtig rund eigentlich fürs. Ja. Für eine Minute 11. Ja, der Geduld, den kriegt halt hier nichts. Oh nein. Bam, lass ihn. Die fucking Speere tun so weh. Klingt halt auch ultra squishy, bevor er sein Ulti kriegt. Mhm. Weil dein Ulti ist, dass du irgendein Creep isst. Und je nachdem, wie viel HP das hatte, kriegst du Damage dazu und HP. Das heißt, wirklich was essen. Das heißt, der Gegner steht dann irgendwo rum und wartet, dass deine Lane ankommt. Aber da kommt dann einfach keiner, weil du einfach alle Viecher aufgefressen hast. Ja, alle kannst du nicht. Ja, klar, ich weiß, das war. Ist halt vor allem gar gegen Chen oder so, weil der kann ja Creep übernehmen und dann kriegen die extra HP. Und dann easy. Okay. Also konterst du es praktisch, meinst du so, oder? Ja. Du kannst halt instant deinen Creep töten. Mhm. Und du kriegst halt noch extra Damage bei den ja, weil HP die stärker sind als sie eigentlich, genau. Ja. Bam, hm. Geht doch. Soll ich jetzt mit viel Stück gleich? Hm, also Mitte haben wir schon mal verloren und wir haben niemanden im Jungle. Hä? Hab ich gedacht, der eine wäre. Ja, ja, aber der bleibt mir da jetzt für die nächsten 40, 50 Minuten. Ach so, meinst du, der greift halt nicht ein? Okay, ja. Ja, und irgendwie ist gecharged. Spirit Breaker's missing. Ach, das hast du. Ah, okay, du bist geschrieben.
Manchmal geht es mir völlig an mir vorbei, wie und wann und welche Tastenkombination. Einfach Shift-Klick auf irgendwas, was du siehst. Meistens kommt eine Message. Okay. Das geht eigentlich immer. Light my way. Fuck you. Brennen gegen brennt. Schauen wir, besser brennen kann. Der Klingste ist on fire. Naja, mein Q ist, Attack schneller für kurze Zeit. Okay. Kannst du mit irgendwas kombinieren bei dir? Ja, mit meinen Searing Arrows. Dann kann ich halt ultra viel Damage. Ja. Aha. Center dead. Ich glaube es. Wir haben Hoffnung, oder? Ja, bis jetzt noch. Also für 3 Minuten. Für einen. Nee, für einen nicht. Nee, doch. Nein? Moment. 3-2. Nein, 3-2. Ja, wir verlieren. Okay. Alles gut. Nee, ich hab mich ja schon abgesichert, wie gesagt. Uiuiui. Weil das wird eigentlich wahrscheinlich nichts. Die Itemization ist jetzt echt eine Frage, was ich jetzt bauen soll. Normalerweise würde ich schön Midas Soaring bauen, wenn ich aber hier gepressured werde so hart. Ich will es eigentlich nicht erlauben. Wieso, was würde das bringen? Super geil zum Fahren. Okay. Ja gut, aber wenn du davon ausgehen musst, dass du wahrscheinlich ein blödes Fall immer gegen zwei kämpfst, ist natürlich. Ja, wobei der Buildbreaker ist ja ewig nicht mehr da, aber. Ja, der kommt. Huska ist halt auch nicht so der schlechteste Laner, wie man so denkt. Aber ein Spiel hat ungefähr 50 Millionen Damage gemacht. Aber nur bei den Gegnern. Typisch. Ja. Burning Speed, Burning Man, Burning Man! Ach, fuck it, oder? Mal Midas. Ach. Ich weiß nicht, Mann! jetzt. Hashtag YOLO. Geh aufs Creepen. Free Match GG. Eh schon mal mad. Yes. Nee, ich glaube meines. Ich will sie recht früh kriegen. So, das brauche ich aber. Was ist das? Soaring? Soaring und. Okay. Soaring, das kannst du aktivieren, kriegst du Mana. Ah, okay, gut. Verlierst. Und dadurch ja auch einen hohen durchaus, Leben und kriegst Mana. Dadurch ja durchaus einen hohen Mana-Verbrauch hast. Aber jeder Speer kostet 10. Ja. Oh boy, das wird ein hartes Spiel. Scylla. Das ist einfach. Das regt mich so auf, wenn jemand Scylla junglet, ey. Das ist einer der besten Laner im Spiel. Wirklich. Okay. Und Jungle. Bist halt einfach useless. Oh fuck, ich bin dead. Das hat ja schon mal zu viel. Der hat das, was ist denn das für ein Tryhard? Was heißt? Ja, er hat das. Okay. Wer kauft denn schon das? Was bringt das denn überhaupt? Er hat mal mein Invis aufgedeckt. Ach so, meinst du? Ja. Und da kann ich halt anspringen. Naja, das haben wir gesehen. Okay, dead. Also, kriegt er 35% Leben abgezogen und ich. Und er steht ja drauf, wenn er weniger Leben hat. Ja. Weil er attackt schneller und mehr alles. Ich allerdings. Nicht so geil. Das ist halt sehr masochistisch veranlagt. Jetzt lassen wir erstmal einen Creep. Oder? Ja, genau. Geh auch mal schön in den Schau. Ja, jetzt habe ich halt ungefähr doppelt so viel HP wie vorher. Ja. Hätte bestimmt geholfen. Nächstes Mal benutzt hätte vorher. Aber ich bin in Retard. Tja. Böse, der kann das halt jede Zeit wieder machen. Nicht so genau. Darf eigentlich nicht in Range kommen. Yes. Ja gut, der wird es wahrscheinlich eher machen, wenn du schon einigermaßen blöd stehst. Der kann mich von 100% kann er nicht mehr. Okay.
Einziges, was ich vielleicht machen kann, ist ihn mitnehmen. Oh ja. Also einmal ist es ja schon gelungen, oder? Direkt am Anfang des Spiels. Direkt am Anfang. Ja. Das war aber ja nicht. War wahrscheinlich gerade auf dem Klo. Einfach viel zu viel Ham. Blödes Deathpack, das läuft halt mega schnell aus. Scheiße. Ja. Oh, geil. Der bringt die Leben. Der schmeckt auch halt auch am besten. Wie so deine Privatfarm. Hm, was esse ich denn heute? Ein kleiner Hellbear Smasher mit einem Minus-Salz. Nein, den esse ich doch lieber nicht. Der hat sich gar nicht gewehrt. Ich nehme den anderen. Ja, ich mag es auch nicht, wenn die sich nicht wehren. Das ist irgendwie nichts. Kennst du das bei den Simpsons, wo sie so ein neues Restaurant austesten, wo die Tiere vor den Augen geschlachtet werden? Und dann Mr. Burns steht halt irgendwie so da. Ich glaube, ich nehme den. Ach, der hat sich ja gar nicht gewehrt. Ich glaube, ich nehme den da. Ah, nee, ich meinte den anderen. Ja. So drei Kühe kalt gemacht worden. Apropos, ich habe wieder angefangen, Futurama zu gucken, ey. Die alten ja, Formen, ja, oder? Von vorne. Okay, super. Super. Es ist wirklich. Das ist so geil. Das ist halt wirklich, das hat schon ganz hoher Nerd-Humor. Deswegen, also viele Sachen muss man nicht zwangsläufig verstehen, aber es ist auch so lustig. Das ist halt. Super einfach. Ja. Und wenn man die Anspielung dann noch versteht, dann ist es halt nochmal. Ui, 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 ui. Warum bin eigentlich immer ich schuld? Tja. Es gibt Chips. Aber der Trash-Talk hält sich zum Glück in Grenzen. Ich finde das ein bisschen. Kings keep playing. Okay. Was will der eigentlich? Ja, keine Ahnung, der ist mad, der kann nicht mehr denken. Das ist ja wirklich absurd. Der hat auch das! Und ne Meiles! Oh, we fucking lost. We fucking lost. Holy fuck. Ich glaube, die wollen nicht an massively trollen. Der deift mich einfach bis ins Verderbe. Vor allem, das regt mich sogar beim Zuschauen schon wieder auf. Weißt du stehst hier alleine auf der Line, wo abwechselnd ungefähr die größten Wichser einfach draufkommen und die machen irgendwas da unten und beschweren sich bei dir. Natürlich. Eine Kerl hängt nur im Jungle rum. Ja. Gut, dass ich predicted habe. Ich hab's dir gesagt mit dem Relax. Just do it. Doing fine. Jetzt sterbe ich. Pass auf. Ja. Nee, ich hatte keinen Bock. Und die Linie. Aber wenigstens hat er einen Panda. Das kann ich. Das ist das Einzige, was er kann. Ach, das ist dieser Bestienmeister aus Warcraft 3, gell? Der Typ, der seinen Bär dabei hatte, oder? Ja, richtig. Ja. Den du auch in dieser Sonderkampagne da irgendwo spielen kannst. Es gab bei Warcraft 3, bei Frozen Throne gab es ja keine Ork-Kampagne, sondern so im Prinzip der Vorläufer von WoW eigentlich. Oder wo sie ein paar Sachen getestet haben. Ja, natürlich! Kriegt aber auch schon in die Fresse, der. Oder auch nicht. Ich bin schon. Scheiße. 50 Leute hier auf einmal. Aber nice! Nice! See. Wie viel Gold gab der? 642. Also sie haben es endlich geändert, dass man jetzt auch sieht, wie viel Gold man kriegt. Okay. Also es gibt ja auch Proximity-Gold und so, dass du Gold kriegst, wenn du in der Nähe stehst und so. Jetzt steht wirklich mal die richtige Anzahl da. Also vorher war nur von dem, der direkt den Kill gemacht hat oder was, also den Last-Hit. Ja, genau. Und halt auch nicht genau so viel, wie du gekriegt hast. Ja. Das war so wichtig, ey. Jetzt siehst du nämlich mal, wie gut man fliegen kann. Komm, machen wir den. Na, wo ist er denn? Ja, da ist er und da war er und da ist er weg. Weg ist er. Ja, war eh eine ganze viele, die Idioten. Captain Obvious. Aber ich bin schuldig.
Ja, das kommt gleich als nächste Durchsage. Das offizielle Statement der Gruppe. Ja. Schad Welt auch angekündigt, dass ich schuld bin. Ich komme halt bis heute nicht klar, dass Dota 2 von Valve ist. Für mich ist irgendwie auch Valve möchte sich ja immer komplett anders positionieren. Für mich ist das immer ein Shooter-Unternehmen. Das ist für mich immer ein Unternehmen, die Shooter machen. Auch wenn, ja, wenn Portal per se jetzt kein Shooter mehr wäre, zum Beispiel, aber irgendwie komme ich nicht. Du hast doch bestimmt auch Dust. Was? Der hat kein Dust? Praise Lord Game. Er hat, Achtung, der Folge wird es nichts für schwache Nerven, er hat Dust 2. Oh Gott. Puh. Ich qualifizierte schon für die stille Ecke. 10 Minuten, oder? Ich bin da mal weg. Oh, da wird jemand gecharged. Merken sie bestimmt nicht. Ich werde auch wohl nicht kurz in Ruhe gelassen werden. Lass mal den Tor den Rest machen. Ah ja, übrigens, item-technisch brauche ich noch Orchid. Mhm. Einfach mega geil, weil du kannst rumlaufen, alle umbringen. Okay, was ist das? Orchid, das Silenced, so ein Active Spell, mhm, zu silencen. Okay. Mega gut gegen Stormspirit vor allem. Ja. Weil sonst zippt er einfach weg und fuck you. Ja, klar, nee, dann hast du natürlich fix irgendwo. Okay. Ja, das wird schon noch. Das wird schon, ich finde es mal total schwer einzuschätzen, in welche Richtung gerade so ein Match verläuft. Gerade irgendwie kann man sagen, dass das eine gerade die Überhand hat oder ja, ihr. Weil Tower, du kannst ja an Tower nicht festmachen, weil das ist ja nichts. Wir sind hinten. Ja. Ich bin dead. Schon wieder das. Ich hätte dich was anderes gefragt. Das sind die offensichtlichen Sachen, Basti. Du hast was mir nicht zu sagen. Oh boy. Was läuft denn hier so? Sitter. Geht sogar. Your bottom tower is being invaded. Ist ein Blink? Nee. Der baut noch keinen. Okay. Dyer's strengthen their structures. Oh, your bottom tower is under attack. Bei den Centaurs. Der hat auch keinen Blink. Der baut auch keinen. Was ist los mit den Leuten? Das wichtigste Item auf dem Hügel. Brauchen wir ja nicht. Okay. Inwiefern ist das bei ihm das wichtig? Ja, ohne den Blink, der ist zu useless. Okay. Blinkst rein und stunst, Leute. Ja gut, das ist natürlich das eine ist sehr verständliche Taktik. So funktioniert der Hero. Ja. Wenn du nicht reinlaufen kannst, reinblicken kannst, rein und stun. Das stimmt wohl, ja. Erstmal aus. Was gibt's heute? HP verdoppelt. Ich werde doch gleich schon wieder gegankt. You wanna try ready? Radiance. Ready. Ah, okay, okay. Sollte er bauen, ja. Huh. Dann ist er vielleicht useful. Und wieder ein schlechtes Timing. Aber nein. Das Geile ist, die Searing Arrows, die machen 60 Bonus Damage pro Hit und es funktioniert auch auf Tower. Okay, das ist natürlich gut. Wenn jetzt hier gleich keiner kommt. Und wenn du. Ich wollte gerade sagen, wenn du jemals irgendwann in deinem Leben dazu kommst, mal einen Tower angreifen zu können, dann geht's aber ab. Push klingt schon wie schwangere Frau. Oh, besser. Aber ich hab Angst. I like to battle. Ich sehe nur drei Leute, sieht man. Nee, lieber nicht. Nur drei Leute. Summa summarum fehlt da jemand. Ja. Mich zwei. Wow. Ja. Wow. Du hast es so drauf. Können wir das nochmal nachrechnen? Ja. Summa summarum, Biene fast Wochengeschehen zusammen. Okay, was gleich da? Go. Go, push like pregnant woman. Alter. Ist das irgendein Zitat, was mir fehlt? Ich meine, das schon mal gehört zu haben. Sing Sing sagt das immer. Okay. Oh, got the tower. Ja, jetzt kippt das, ja. Jetzt kippt vor allem die Atmosphäre im gegnerischen Team. Ja, vielleicht ist der bei denen jetzt jemand salty geworden. Ja. Oh fuck, du kennst noch nicht die neuen Emoticons. Das ist geil. Warte.
Der ist mein Lieblings-Emoticon. Fucking Salzstreuer. So, jetzt ist Ganking Time. Hat durchaus seinen Platz. Gang. Jetzt hast du ihn auch noch provoziert und geht nicht mehr. Jetzt geht da die Luzi ab. Hoffentlich. Kann doch nicht sein, ich bin in das Match gegangen ohne und wollte keinen Tower verlieren. Leute, mein Selbstwertgefühl geht komplett in den Keller. Meine Challenge war, keinen Tower zu verlieren. Alright. Let's do it. Do it. Do it now. So. Ich will jetzt einen Support finden. Einen schönen, leckeren, alleinigen Support. Wer ist echt Support bei euch? Oder gibt's das Wort? Okay. Ogre Magi eigentlich. Ja. Oh, fuck it. Yes. Fuck you. We fucking won. Mega Strike. Okay. Huska wird halt wirklich auch irgendwann useless. Weil wenn wir irgendwann unseren Physical Damage hochkriegen. Ja, dann bringt er mit seinem Match. Macht er nichts mehr. Ja. Und wir haben ja auch einen schönen Slader. Ja. Das Ultim macht ja minus 50 Millionen Armor. Kriegt halt noch ein bisschen mehr Damage. Ja. Also ich glaube es auch. Ja, minus 50 Millionen. Können eigentlich easy Kongo machen. Kongo? Mit der Minus-Armor schmilzt der. Konkur. So. Support habe ich bestellt, eigentlich. Für die Hälfte der Zeit funktioniert das einfach nicht, weil tatsächlich die Hälfte der Leute entweder nicht versteht, was Kongo ist, oder überhaupt keinen Bock drauf zu antworten, wenn du den Kongo nennst. Jeder versteht, wenn ich sage Kongo. Stehen sie immer. Schaff ich den? Sind halt alle nur sauer, dass du ihn so nennst. Oh, jetzt aber raus. Oh, Alter, was hast du für ein Tempo? Center hat gerade geultet. Okay. Dann hat man Max Confidence Boost. Okay. Fuck you! Bam, bam. Easy. Und was essen. So, läuft doch. Ich hab doch nie dran gezweifelt. Absolut nicht. Ich hab dran gezweifelt. Yes. Was bauen wir als nächstes? Das Klügste wäre ein BKB, aber das ist ja langweilig. Enchanted Mango Drop. Oh, Mango. Die wird so gehypt, man, die Mango. Das sag ich dir. Okay, das ist ein Eiszapfen. Ich will eigentlich den Eiszapfen töten. Aber ich brauche erst einen Creep. So eine kleine, so einen kleinen Riegel zwischendrin und dann. Ja. Kannst du auf leeren Magen. Nö, will ich auch nicht machen. Ah, scheiß Creeps. Egal. Oh, easy kill. Der Ditch räumt aber auch wirklich alles ab. Ich weiß echt nicht, warum wir uns auf einmal wieder so gefangen haben. Und sich gedacht, okay, fertig geheult, jetzt können wir mal spielen. Ja. Oh mein Gott. Ich habe kein TP. Ich habe auch wirklich das Gefühl, dadurch, dass wir vor allem auf der anderen Lane waren, dass wir einfach so den ganzen Verlauf des ganzen Spiels gar nicht mitbekommen haben. Ja, das ist einfach so, die haben ja ihr Ding durchgezogen und wir haben halt ja, gemütlich da die eine Lane gemacht. Für sowas, wie ich es jetzt mache. Ja, aber jetzt bist du ja schon irgendwo mitten drin im Geschehen. Drin steht nur dabei, Mann. Ja, klar. Und mit dem zweiten sieht man besser, was? Fuck you. Bam, bam. Oh, das ist auch mal ein Kill gemacht. Oh, Kongo. Da steht er schon. So, wem muss ich jetzt was ins Inventar legen, damit ich den Aegis krieg? Ihm. Hier, minus 10 Armor. Ich hab den Roshan auch noch nie verstanden. Warum dreht er alle in den Rücken zu? Es gibt einen Eingang in seine Basis. Warum steht er eigentlich immer mit dem Rücken zu diesem Eingang? Naja, vielleicht hat er gerade was gesucht. Ja, wo hab ich denn noch? Wo hab ich denn meine Zeitung abgelegt? Oh, damn it. Ich glaube, seine Slipper hat er gesucht, kann das sein? Meine Slippers, ja. Und nur die auf Agility. Ja. Wo hab ich die denn?
Ob ich mir noch Flip auf. Ich hab die heute Morgen noch gesehen. Ich gleich baue einen Fusel. Der so. Fusel war geil, dann kannst du mich purgen, brauchen sie nicht mehr weg, die Wichser. Oh, das hat einer auf Russisch. Oh, ein Eiszapfen. Und noch oh, Russisch. Easy Eiszapfen. Aber echt, ob er ein Russe ist oder einfach nur ein Scheiß von? Ah, oh, nee, der ist. Sonst würde ich kein Musiker spielen. Aber oh, fucking one. Ja, jetzt läuft's ja echt trotzdem. Ui, der Tower ging mal wirklich schnell down. Bauen wir jetzt. Hast du gerade die Slippers auf Agility oder was war das? Ja. Warum? Weil ich gerade gleich ein Item kriege. Okay. Die liegen jetzt da rum und keiner aus deinem Team hat die aufgenommen. Scheiß doch drauf. Okay. Ist das nicht das Schlimmste, wenn die Slippers verloren gehen? Ja, frag mal den Roshan, der dir gerade gesucht. Ja, gut. Bei Kongo. Switch. Dude, nenn mich nicht mehr Kongo, ich bin kein Kiffer mehr, sein. Regret? Team? Irgendwie habe ich das nicht überrissen, dass alle gegangen sind. Naja. Das Team ist schuld. Wieder falsch gemacht. So läuft das halt, wenn man einfach nicht checkt, dass die Party schon vorbei ist. Ja. Basti, wenn das Licht angeht und die Musik aufhört, ja, dann ist es halt vorbei. Ich dachte, dann geht's jetzt los. Da steht der Basti allein auf dem Dancefloor. Ja. Leute. Kommen wir nicht. Da wird gereckt. Gereckt! Schlagen sie zurück. Junge, willst du jetzt auch noch sterben? Was soll denn der Schwass? Ah, Reverse Throw. Hm. Der Klassiker. Das heißt? Erst throwen die und dann wir. Okay. Also Kackne Ubel? Nee, heute nicht. War das tatsächlich jetzt einfach nur Glück oder war das ein taktischer Masterplan? Ich geh da mit Low HP rein und der andere Typ kommt dann her und fuckt den von hinten. Das war einfach, ich bin der Geilste. Warum sterbe ich? Moment, what the fuck? ach, ein Dark Souls-Moment. Ja. Okay. Cocky gewesen. Auch der Klassiker eigentlich. Ja. Und eigentlich nur Schwein gehabt, das andere und dann auch noch reingekommen ist. Aber ich habe immer noch keinen Eiszapf gekriegt. Ich will jetzt einen Eiszapfen essen. Aber der hängt die ganze Zeit in der Base rum. Das hat sich schon so überlegt. Oh, ich kann ihn mitnehmen. Nee, nicht im Ansatz. Dammit! Nice, der Ogre hat mich gefarmt. Als die Tiere den Wald verließen. Oh, haben wir Kongo eigentlich aufgeschrieben? Nicht, ne? Ja. So vor 3 Minuten ungefähr. Irgendwann. So 30. Kann ich reingucken. Wenn man so Kongo Watch nicht laufen lassen. Aber die gibt's ja auch so schon. Kannst ja dran vorbeigehen und sie anschauen. Kongo, der Schreckliche. Der Zerstörer. König Rohan. Kongo von Rohan. Was kommt denn da? Na, was ist denn das? Stormspirit! Deshalb geht man keine Klippen hoch, wo man keine Vision hat. Ja. Er darf auch sein Kuh machen können, hätte er hochgesehen, aber man. Ich bin ja auch kein Deut besser. Ja, aber jetzt hast du die Hochphase, jetzt kannst du ja behaupten, du könntest es besser. Weißt du? Ja. Ich glaub mir doch keiner. Das ist ja immer Opportunismus, man kann ja immer irgendwas behaupten. So. Ja. Na dann. König Rohan, ey, der Schreckliche. First of his name. Yes. Defender of Aegis. Wirklich so. Dieses scheiß Eiszapfen, ne? Immer hinterm Tower immer versteckt. Du brauchst schon was im Spiel gemacht. Ich sehe den halt wirklich immer nur auf der Ulti. Ja.
Also der AOE von seinem Ulti ist ja auch größer. Was macht der denn genau? Er macht Damage und macht durch so einen Debuff. Und wenn du drauf hast und unter 10% kommst, stirbst du einfach. Ah, okay. Zum Beispiel. Und du kannst währenddessen nicht geheilt werden. Hm. Also nicht mal vom Fountain oder so. Das heißt, es ist halt wie so ein Fluch drauf, du verlierst nicht dauerhaft das, sondern wenn du unter 10% bist, bist du weg. Ja, genau. Okay. Und es macht auch ein bisschen Schaden. Okay. Von alleine. Ah, okay. Und je weiter du halt weg bist, das Ding ist global, je weiter du weg bist, desto größer ist der Radius. Oh, okay, ich verstehe. Und deswegen macht es schon Sinn, dass der immer hinten steht. Ja. Aber dann kann ich ihn halt nicht essen, was ich schon weiß. Wir wollen ihn essen. Aber zumindest die Tower habt ihr gut reingepusht. Die haben ja auch nur, die haben im Vergleich nur einen, glaube ich, gearscht. Wir haben zwei Hörer. Top, der Tier 1 und Mitte Tier 1. Ah, den Mitte habe ich gar nicht gesehen. Jetzt ist es gut. Ah, ein Skat. Sterb nicht mehr so instant. Was bringt dir genau? HP, 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 sowieso so viel HP. Okay. Fast so viel HP wie ein Hart, nur noch besser. So ein bisschen useful. Und weswegen, was ist der Unterschied? Hart gibt halt wirklich nur HP. Ja. Und da kriege ich HP über Stats. Ah, okay, dass die Stats halt gleichzeitig auch noch drauf ist. Richtig. Diffuser war irgendwie Fail Pickup. Habe ich gekauft, damit die Leute nicht von mir weglaufen können, aber die kommen einfach und bringen mich um. War irgendwie nicht so cool. Ist ja nicht so, dass die weglaufen, sondern die wollen ja zu dir. Ja. Verprügeln mich halt einfach. Ups. Naja. Whatever. Nicht so useful dieses Game, habe ich das Gefühl. Naja, die Creeps machst du mal. Oh, der Eiszapfen! Das ist schon alles nett. Für den Eiszapfen, Mann. Unser Leben für den Hut. Come on! Der Eiszapfen! Ja, der kommt nicht raus. Schade. Schade! Nice, was ist eigentlich jetzt hier so der Plan, Leute? Ich wollte es nicht fragen, aber irgendwie. Mir wirkt es auch nicht so, als wäre der große Masterplan hinter. Oder fuck you! Der Typ wirkt nämlich auch zum Beispiel nicht, als hätte er jetzt den großen Plan gehabt. Das war's. Okay. Taking damage over time, ja, I cannot see the reach my teleport. What, der hat geballert? Button ist der denn? Ja, meint noch mal aufs Maul. Ah, das ist der Button! Der legt seine Items auf den Boden! Was macht der denn da? Was soll denn das? Was soll denn das? Holy fucking one. Ja. Der hat seine Items auf den Boden gelegt. Okay. Die, not a good plan. Ja. Ich fand, okay, das Symbol ist aber der Oberhammer. Das ist ja wirklich ein Kuchen. Ja. Dann. Na, sowas ist echt. Muss ich reporten. Yes. Echt unter aller Sau. Aber du hast es schon gesagt, ne? Irgendwie gab es Internal Issues im Team. Ja. Bei uns zwar auch, aber dann haben sie sich wieder gefangen. Ihr habt euch nicht nackig gemacht und eure Items abgelegt. Ah, Onni 4 Ego. Das ist doch keine Sprache, da sind Zahlen drin. Fantasiesprache. Könnte eine Programmiersprache sein. Ich weiß nicht, ey, der hackt! Report den mal! Ja. Niemand hat Zahlen sonst. Ja. Ah, ein bisschen Sorty. Easy game. Ja, klingt's. Let's find a hero. Hab auch nicht so gut viel gesehen schon, aber. Tja. Ja, man kann sich das ungefähr vorstellen.
Also die Fähigkeiten hast du, die hast du zumindest zu Genüge eigentlich eingesetzt. Ja. Ich bin mal weg hier. See ya. See ya, bitches. Das war ja dann im Endeffekt ja doch ein recht kurzes Match. Oh fuck. Ist vielleicht jetzt der, ich wollte gerade sagen, ist vielleicht der schlechteste Zeitpunkt zum Einkaufen. Mango. Wenn ich meine 100% Winrate mit Mango behalte. Wenn ich gewinne, kaufe ich mir eine Mango. Ja. Ist die Winner Mango. Die Winner Mango, ja. Das Beste ist das Winner Mango. Also zwei. Jetzt machen wir aber die Kills hier. Ist aber egal, wenn wir mal Drax. Hey. Du frisst leider ein bisschen viel. Aua! Aua! Alter Schwede. Aua! Hast aber jetzt echt noch ein bisschen Lack gehabt, eigentlich. Wenn du aufs Maul gekriegt. Ich glaube, dass du aufs Maul gekriegt hast. Was ist denn Dedalus? Ich fand den Namen gerade interessant. Dedalus? Ja. Das ist ein Kritz-Chance. Ah. Kann man kaufen. Praktisch. Kann man das? Kann man die Sachen genauso teuer verkaufen, wie man sie gekauft hat? Für die Hälfte. Oder beziehungsweise du hast irgendwie 10 Sekunden Zeit. Für den Vollpreis. So dann. Also wenn du dich verklickt hast, sozusagen. Eigentlich ist das Versandhandel. Das sollte doch 2 Wochen sollte dir eigentlich gewährleistet sein, das wieder zurückzuschicken. Gomi Podefarm. Oh. Oh, und weg ist er. Ich kann so viel tun. Dagegen. Storm Leaf. Ach was? Warum deppen die noch? Oh, weiß es nicht, weiß es nicht. Ach ja, die wollen noch. Das sind die Creeps gerade. Ja, die Creeps verprügeln die so hart. Ja, komm, den kriegst du. What? Oh. Eistapfen. Doch, am Orchid Damage gestorben. Your enemy's middle tower. Und immer schöne Ruf. The enemy's middle tower was torn down. Okay, ich glaube. Hat er kein fucking Dust mehr, ihr Wichse? Yes. Oh boy! Uiuiuiui! Oh boy! Er trollt dich nochmal. Also trollt der Becher? Und weg ist er. Oh, noch ein bisschen mehr Salz rein. Salz. Chiwi! Kriegst du auch erhebliche Probleme, oder wenn dich jetzt das gegnerische Team, weil du die ganze Zeit provozierst, alle reporten und im eigenen Team hast du doch immer Idioten, die dich auch noch reporten. Ja, aber das funktioniert das nicht, die gucken da schon drüber. Okay. Yay! Ja, nicht yeah. Schlecht. Hätte ich nicht gedacht. My victory. Ja, gut. Das war doch schon mal was heute. Jo. Compendium Challenges lost. Hatte ich keine. Yay, ein Treasure. Naja. Genau, ich würde mal sagen, das war eigentlich ganz gut und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Dota 2 Tutorial und Commentary mit Marc und Basti. Servus!